Hallo, eine weitere schnelle Filmbesprechung, auch Quickie genannt von mir, weil ich gerade voll dabei bin, viele Filme zu schauen. Wie überraschend. Und heute habe ich mal den da. Hier. Ah, spiegelt sich wieder alles super. Seventh Son, ein Fantasy-Action-Epos-Spektakel, wie man es auch immer nennen mag. Und im Gegensatz zu den letzten paar Filmen, wo ich immer gesagt habe, kann man schauen, muss man aber nicht, kann ich zu dem sagen, muss man wirklich nicht schauen. Das ist echt bitter. Also eigentlich spielen da ja echt gute Leute mit. Jeff Bridges, der aber leider halt als Zauselmeister letzter seiner Zunft einer Art Drachenjäger-Gilde, was auch immer, agiert. Julianne Moore spielt die Böse, völlig langweilig. So nach dem Motto, ich krieg halt ein bisschen Geld. Also machen wir das halt mal, aber total einfach Banane. Ben Barnes, den ich vorher jetzt auch nicht kannte, außer dass mir aufgefallen ist, hups, das ist ja einer aus Westworld, was eigentlich ein gutes Zeichen sollte, aber hier hat er vor allem eine langweilige Zottelfrisur auf und das war's dann. Das Licht spielt sich super. Und noch ein paar andere. Wie heißt der? Moment. Jimon Hunsu taucht auch auf und noch ein paar und dieses und jenes. Also der Film ist eigentlich eine recht simple Story, so ja, Drachenjäger hat böse Drachenfrau, Hexe eigentlich, aber kann sich in Drachen verwandeln, in ein Verlies gesperrt, die kann aber fliehen, weil irgendwie der Blutmond ist und deswegen hat sie mehr Power. Es wird eigentlich nie so genau vernünftig erklärt, warum sie jetzt ausgerechnet endlich Power hat. Und ja, er muss sie wieder einfangen, aber sein eigentlicher Lehrling geht leider drauf beim ersten Versuch und er braucht einen neuen Lehrling und es ist der siebte Sohn eines siebten Sohns. Ne? Wie völlig überraschend, hat man ja noch nie gehört, diesen Begriff. Ja, und es ist halt dann der eine, der da nämlich in Mitte und dann geht's halt rund und die böse Hexe sammelt ihre ganzen anderen bösen Hexen zusammen und da ist auch ihre Schwester dabei und die hat eine Tochter, das ist wiederum die hier und die ist eigentlich, merkt man auch recht früh, die trifft dann den Lehrling mal so und dann kommt raus, sie ist eigentlich gar nicht furchtbar böse und sie ist eigentlich nicht böse, sie ist eigentlich neutral und er ist, hinter ihm steckt mehr, wie man denkt und bla. Also die Story ist super Banane und vor allem dieser Film der fühlt sich an, als ob sie vorne und hinten Zeug rausgeschmissen haben und es ist einfach Hektik und Charaktere rennen drum. Niemand wird so richtig vernünftig erklärt oder eingeführt, alle bleiben furchtbar eindimensional oder sind langweilig und das und das und das und das Detail und dann hä und was und wieso, also es ist einfach völlig durchwachsen, steckt zu viel drin und gleichzeitig ist es zu wenig Inhalt, also es klingt absurd, aber es ist so. Jeff Bridges wirkt auch schwer, als ob er hier einfach völlig gelangweilt sein Geld mitnimmt und nuschelt so halb besoffen, nuschelt er in sich rein, ist auch ganz blöd zu verstehen und finde ich und ist total gelangweilt. Die Actionsequenzen sind zwischen, naja, geht schon bis, hä, was los? Die Computereffekte sind so okay-ish, aber die Drachen sind auch nicht besonders toll designt und dann gibt es halt da Kämpfe und Magie und dieses und jenes. Also ich bin da dran gesessen, habe mir gedacht, ja nu, hoffentlich ist es bald vorbei. Also ja, er war jetzt nicht dramatisch, gar nicht anschaubar, weil die Landschaften sind ganz nett, die Musik ist auch nicht schlimm. Ein bisschen Fantasie schon, denn aber zum Beispiel rennen ein halbes Dutzend böse Hexen und Hexer rum, die alle keine Persönlichkeit haben, außer eine ist irgendwie eine Raubkatze und der andere hat vier Arme wie so eine indische Shiva-Figur oder weiß der Henker. Also, und einer führt Assassinen an und hat dann so Kratos-mäßige Kettenbeile und dann kämpfen sie und dann gibt es ein wichtiges Amulett und dann stellt sich raus, die Mutter von ihm ist irgendwie auch noch wichtig und also völlig langweilig einfach. Langweilig, überflüssig, tut mir leid, die Trailer sahen damals ja ganz gut aus. Es gibt einen alternativen Schluss, der ist noch dümmer wie der normale Schluss. Der normale Schluss hört wenigstens mit einer einigermaßen nichtssagenden Note auf und der andere ist viel zu kitschig. Ja, also kurz gesagt, wer den Film nicht hat, der braucht ihn auch wirklich nicht. Ich habe ihn jetzt halt gesehen und kann euch deswegen sagen, ich habe mich für euch geopfert, ihr braucht ihn nicht unbedingt anschauen. Beim nächsten Mal habe ich hoffentlich wieder was Besseres. Bis dann.